Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Ja, heute steigen wir in den Kapitel One Cup ein. Der Kapitel One Cup ist sowas wie der DFB-Pokal in Deutschland. Und wir sind in der Runde 3, das heißt im Sechzehntelfinale. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Begegnungen. Die Hälfte ist schon durch und wir sehen schon einige Sensationen. Arsenal ist weiter gegen den FC Chelsea. Fulham ist weiter gegen Manchester City. Also es sind schon zwei große Teams rausgeflogen mit Chelsea und Man City. Und ja, wir müssen heute gegen Swansea City. Ist auf jeden Fall ein leichterer Gegner als ja, der FC Chelsea zum Beispiel, aber es wird auf jeden Fall eine extrem schwere Angelegenheit werden. Ihr hört es vielleicht immer noch, ich bin immer noch ziemlich am Arsch mit meiner Gesundheit, aber ich versuche es trotzdem irgendwie aufzunehmen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Gut, aber so, jetzt legen wir los. Manchester United zu Gast bei Swansea City. Auf geht's. Hoffentlich geht's jetzt ins Achtelfinale des Kapitel One Cups. Jetzt geht's auf jeden Fall los. This is the Liberty Stadium und damit herzlich willkommen zum Kapitel One Cup Runde 3. David gegen Goliath, so heißt heute die Ausgangssituation vor diesem Spiel. Swansea City empfängt zu Hause Manchester United. Ja, eins ist klar, Manchester United geht als ganz, ganz klarer Favorit in dieses Spiel rein, doch das heißt nicht viel. Hier sehen wir zum Beispiel Alberto Paloschi. Im letzten Spiel mit zwei Toren sehr gut unterwegs und deswegen ist heute Swansea City absolut nicht zu unterschätzen. Dies musste Manchester United auch schon in der Liga hinnehmen, denn am dritten oder vierten Spieltag war es, glaube ich, nur ein 1:1 und hier sehen wir jetzt mal die Aufstellung der Heimmannschaft. Ja, vorne Paloschi, wie gesagt, im letzten Spiel mit zwei Toren. Feres mit dabei, Montero haben wir links gesehen, den Rest habt ihr, glaube ich, selber ganz gut lesen können. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich glaube, das wisst ihr noch. Deswegen mache ich meine scheiß Stimme ein bisschen zu verzeihen. So, hier die Aufstellung ist auf jeden Fall von Manchester United. Vorne Memphis Depay heute mal Sturmspitze. Iskurene, Januzaj links, Huamata rechts, Fellaini mit Herrera vor der Abwehr. Die Abwehr heute mit Manolas, Rojo, Smalling und Matteo Darmian und im Tor natürlich David De Gea. Ja, Memphis Depay muss heute die Sturmspitze schmeißen, weil Wayne Rooney ist leider immer noch verletzt, fällt noch vor 7 Wochen aus. Martial ist momentan alles andere als in Form. In 11 Spielen hat er nur ein Tor gemacht. Das ist wirklich nicht gut. Er hat auch noch in keinem Pflichtspiel getroffen. Das eine Tor war im Vorbereitungsturnier. Also Anthony Martial läuft seiner Form hinterher. Hoffentlich findet er diese im Laufe der Saison wieder. Und jetzt geht's auf jeden Fall los. Anstoß gibt's für die Red Devils. Und dann legen wir los. Runde 3 im Kapitel One Cup ist eröffnet. Und dann freuen wir uns mal drauf. Ja. Bei einem möglichen Unentschieden nach 90 Minuten gibt es Verlängerung und dann vielleicht Elfmeterschießen. Aber so weit wollen wir hier noch gar nicht denken. Wir gehen erstmal rein in dieses Spiel über Fellaini. So, Fellaini legt erstmal zurück zu Manolas, der heute Außenverteidiger spielen muss und wird hier erstmal von den Beinen geholt. Und das muss eigentlich schon eine gelbe Karte sein. Das muss hier eigentlich schon eine gelbe Karte für IF sein. Da kommt er mit dem blauen Auge davon, dass es hierfür keine Karte gibt. Und jetzt Freistoß für Memphis Depay. Ja, der ist schon gut weit weg vom Tor, aber er wird den wahrscheinlich direkt anpeilen. 4. Minute, erste Chance für Manchester United. Das sind eigentlich 40 Meter, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt auf jeden Fall Memphis Depay. 39 Meter für die direkte Variante, ist das zu weit. So, kurze Variante bei Manchester United. Da ist Isco. Weiter geht's zu Memphis Depay, der jetzt auf dem Flügel ist. Probiert es hier mit dem Trick, schaltet aber erstmal und legt es nochmal zurück und zieht jetzt mal hin. Chris Smalling. So, Smalling, ab geht's da vorne. Aber da passt Huamata nicht gut auf und Cork schnappt sie den Ball. Und jetzt Swansea City mit dem ersten Angriff. Da ist Paloschi am Ball. Flanke ist nicht schlecht, aber Manolas ist super zur Stelle. Kann den Ball abfangen und es geht in die andere über Isco. Der versucht Memphis Depay zu finden, aber dieser Pass. Gut gedacht, aber keine Chance für den Holländer, an diesen Ball ranzukommen. So, Swansea City in der eigenen Abwehr, am Ball über Taylor, weiter geht's zu Cork, Bartley. Swansea City weiß natürlich, wenn die hier Manchester United rausschmeißen, dann wäre das eine riesen Überraschung. Als der Ball verlost gegen Fellaini, Memphis Depay mit der Chance, Memphis Depay, Depay und das ist allerhöchste Klasse und es steht 1:0 für Manchester United. Ein riesen Abwehrfehler bei Swansea City und Memphis Depay macht hier die Führung für die Red Devils. Grandios gemacht
von Depay, lässt dem Torhüter da keine Chance. Hier der Fehler, Fellaini nimmt dem Gegner den Ball ab und schickt dann sofort Memphis Depay. Der legt ihn noch einmal rüber auf den rechten Fuß und netzt dann eiskalt ein gegen die Torhüter. Und da ist die Führung für die Red Devils. Ein optimaler Start in dieses Spiel. 11. Minute, die Nummer 7 bei Manchester United. Memphis Depay. Erstes Tor im Kapitel One Cup. Und das ist jetzt natürlich ein riesen Rückschlag für Swansea City. Die wollen, solange es geht, 0:0 halten und dann in der Schlussphase das 1:0 erzielen. Aber jetzt müssen sie natürlich dagegen halten. Aber wir wissen, Swansea City kann das. Die haben in der Liga in der 88. Minute den Ausgleich gegen uns erzielt. Und mal schauen, ob sie das heute auch schaffen. Wenn sie das schaffen, würde es in eine Verlängerung gehen. Aber so steht es erstmal 1:0 für Manchester United. Und Swansea City wird jetzt natürlich den Druck erhöhen müssen. Und sie kommen über Rangel. Rangel gegen Isco stark durchgesetzt. Und Swansea City zeigt sich schon mal. Jetzt Rangel immer noch am Ball. Dollpass in Paloschi und dann kommt der Abschluss. Der ist aber nicht gerade gut platziert. Fliegt weit am Tor vorbei. Der Schuss vom Kapitän von Swansea City. Und David De Gea schnappt sie den Ball. Hat bis jetzt noch nichts zu tun gehabt. Viertelstunde ist rum. Hier im Liberty Stadium in Swansea City. Immer noch 1:0 für Manchester United, die bis jetzt alles richtig gemacht haben. So, Manolas am Ball. Sucht auf der anderen Seite Juan Mata. Bekommt ihn auch. Schöner Ball. Und jetzt Juan Mata mal mit dem kleinen Antritt. Sieht da wieder Fellaini, der das 1:0 vorbereitet hat. Aber dieser verliert in den Ball und wird hart angegangen hier. Und Swansea City am Ball. Wieder über Rangel, der schickt auf der anderen Seite Taylor. Und Swansea City, die suchen so die Lücke ein bisschen, aber Manchester United steht einfach sehr gut und wartet natürlich auf den Ballverlust, um dann schnell umschalten zu können. Aber jetzt mal ein Fehler von Matteo Damian. Jetzt hat Montero mal ein bisschen mehr Platz. Wartet mit der Flanke, bringt jetzt in die Mitte rein, die kommt gut und da kommt der Abschluss. Spektakulär und da verletzt sich sogar der... Wer war denn das? Kann jetzt gar nicht lesen. Auf jeden Fall, der verletzte sich ein bisschen. Hat sich das spektakulär und er muss sogar raus. Ashley Williams war es, der hier raus. Nee. Ewing muss raus. Ashley Williams ersetzt ihn, der sich hier bei seinem Torabschluss verletzt. Das ist natürlich ganz, ganz bitter hier. Ki-Sung Ewing verletzt sich hier beim Torabschluss. Hat alles gegeben, um hier ein Tor zu machen. Aber dabei hat er sich auch leider verletzt. Und jetzt natürlich Swansea City mit dem frischen Spieler auf dem Platz. Wollen das Ding jetzt natürlich ausleihen. So, Manolas am Ball. Sieht drüben Matteo Damian, der Platz ohne Ende und er sucht in der Mitte. Isco wieder, Isco am Ball. Isco versucht es, Isco im 16er, Isco. Und dann schaffen sie es zu zweit, ihn vom Ball zu trennen. Es bleibt beim 1:0. Nach knapp einer halben Stunde hier im Liberty Stadium. So, Manolas am Ball. Schöner Ball zu Matteo Damian. Damian verspringt aber der Ball ein bisschen und wieder die Chance für die Gastgeber hier Gas zu geben. Über Montero. Montero legt hier den Ball vor für Cork. Cork lässt den Gegenspiel stehen. Dann kommt der Ball auf den Flügel. Da ist Ayew mit Platz ohne Ende. Und dann wird der Ball abgefälscht von Manolas. Und es müsste eigentlich Eckball geben, oder? Ja, müsste Eckball geben. Die Hacke von Manolas rettet hier für David De Gea im Tor von Manchester United. Erster Eckball im Spiel für die Gastgeber. So, den bringt natürlich Ayew rein. Und jetzt kommt gefährlich. Da wird ich hier auf Abwägen. Hat er aber gut geklärt. Trotzdem bleibt hier Swansea City erstmal dran. Jo, Bartley. Bartley mit Ballverlust gegen Januzaj. Nächste Chance hier für Manchester United zum Kontern. Januzaj sucht Fellaini. Fellaini zu Isco. Aber das war ein bisschen zu unkontrolliert gespielt. Deswegen kein Erfolg. Fellaini holt es den Ball, den Memphis Depay da gestört hat. Memphis Depay bekommt ihn zurück. Depay mit dem Pass. Mit dem Pass. Und da ist Isco. Und da ist es 2:0. Da ist das 2:0. Isco in der 35. Minute. Mit dem Doppelschlag für Manchester United. Ein Hammerding hier. Memphis Depay mit einer schönen Flanke. Und Isco, der ist eigentlich gar nicht körperlich so groß. Aber hier setzt er sich durch und macht das 2:0 für Manchester United. Die Red Devils machen den Doppelschlag.
Isco ist auch ein bisschen platt davon. Und da ist sein erstes Tor im Kapitel One Cup. 35. Minute. Manchester United mit einem Fuß im Achtelfinale. Aber Vorsicht, das Ding ist noch nicht gelaufen. Swansea City wird vor allem in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich alles geben, um hier nochmal ranzukommen. Aber jetzt erstmal 2:0 Führung. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus für die Gäste aus Manchester. So, hier haben wir Adnan Januzaj. Wieder am Ball. Vorne ist wieder Memphis Depay. Der ist heute richtig gut drauf. So, bekommt hier den nächsten Ball. Januzaj, diesmal probiert das gegen Bartley. Verliert allerdings die Kugel. Aber es gibt Einwurf nach dem Befreiungsschlag von Bartley, der im Auslandet. So, da ist Adnan Januzaj. Schöner Seitenwechsel. Da ist Matteo Damian wieder. Damian sucht hier den Mitspieler, kommt aber nicht an bei Isco. Deswegen erstmal wieder Swansea City hier raus aus der Gefahrenzone da hinten. Über Cork. Weiter geht's zu Rangel. Der zu Ajew. Ajew, was für ein Patzer hier wieder. So, Adnan Januzaj, nächste Chance hier von Manchester United. Schön gespielt. Isco mit Gefühl. Aber da fehlt diesmal ein Meter. Diesmal fehlt ein Meter. Hat abschließen müssen, weil die Verteidiger da kamen. Und da sehen wir, ja, er verzieht den Ball dann doch ordentlich. Deswegen bleibt sie erstmal beim 2:0. Aber auch ein 2:0 ist bis jetzt ein tolles Ergebnis für Manchester United. So, nächster Ballverlust. Swansea City sehr unkonzentriert zum Ende dieser ersten Halbzeit. Isco läuft durch. Isco schickt Adnan Januzaj. Januzaj setzt sie durch mit der Chance zum 3:0. Stark gespielt. Und Adnan Januzaj mit seiner Chance hier das Tor zu machen. Da fehlt nicht viel zum 3:0. Und das wäre dann vielleicht schon der K.O.-Schlag gewesen. So, 3 Minuten gibt es oben drauf in der ersten Halbzeit. Manchester United ist mittlerweile das überlegene Team. Gewinnt einen Zweikampf nach dem anderen. Aber hier verliert Adnan Januzaj mal einen. Und jetzt vielleicht fair. Nochmal die Chance für Swansea in der ersten Halbzeit. Eine Chance aufzubauen. Wird hier hart bedrängt. Und dann kommt der Torabschluss. Und David De Gea ist dann nochmal gefordert. Starke Parade von Manchester United. Nummer 1. Klasse pariert. Und er zeigt dann, jawohl, das bin ich, das war ich. Und jetzt also nochmal die Ecke, nochmal Gefahr für das Tor von Manchester. So, kommt gut, kommt gar nicht gut rein. Und das war es auch mit der ersten Halbzeit. Jawohl, also 2:0 führt Manchester United gegen Swansea City. Ja, gute Leistung von Manchester United, kann man sagen. Isco, bis jetzt einer der besten Spieler heute, hätte sogar das 3:0 nachlegen können. Memphis, Depay und Isco, die beiden harmonieren da vorne gut zusammen. Deswegen steht es auch 2:0 für Manchester United. Man muss aber sagen, beide Tore sind aus fatalen Fehlern bei Swansea City im Aufbauspiel entstanden. So, die Fehler dürfen nicht passieren. Manchester United bestraft diese eiskalt und führt damit zurecht 2:0. So, hier mal die anderen Ergebnisse. Tottenham führt 1:0. Zur Halbzeit dann Sunderland gegen Southampton 1:1. Watford 0:0 gegen Cardiff. Leicester City liegt zurück gegen Hull City und York City 1:1 gegen Birmingham City. Gut, wir werden natürlich nach unserem Spiel draufschauen, wie die anderen Ergebnisse ausgegangen sind und wie es denn dann im Achtelfinale weitergeht. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal hier weiter. Die 42 Minuten sind angepfiffen. Manchester United führt in Liberty Stadium in Swansea City mit 2:0 und hat hier bis jetzt alles gut im Griff gehabt. Wir sind auf die zweite Halbzeit gespannt. Wird es nochmal spannend oder macht Team Manchester United den Sack zu? Das wird in den nächsten 45 Minuten auf jeden Fall geklärt. So, fair am Ball. Und jetzt versucht Swansea City direkt mal den ersten Angriff aufzubauen. Über Paloschi. Paloschi verliert eigentlich den Ball gegen Rojo. Und die Red Devils heute mit ihren roten Trikots haben sie den Ball wieder zurückerobert. So, an der Herrera am Ball. Herrera, oh, da zögert er zu lange. Da gibt es jetzt die Chance. Aber Chris Smalling. Wahnsinn, Wahnsinn, wie er diesen Ball hier abfängt. Und es gibt die nächste Chance für Adnan Januzaj. In der Mitte läuft Depay mit, da ist Fellaini mit dem 16er. Die Flanke kommt aber nicht an. Da sind zu viele Gegenspieler im Weg. Trotzdem gute Chance hier wieder für Manchester United, die auch gut in diese zweite Halbzeit starten wollen. Und jetzt Taylor. Oh, Taylor verschätzt hier ein bisschen. Huamata versucht sofort Druck aufzubauen. Und bringt den Pass aus meiner Vorne zu Montero. Der sieht auf der anderen Seite den Kapitän. Weiter geht's zu Cork. Swansea City, das sieht so ein bisschen
planlos aus, was sie da machen. Hin und her und irgendwie müssen wir vor, aber sie wissen noch nicht so recht, wie sie es schaffen sollen. So, Adnan hier nur sein nächster Antritt. Ah, oh, diesmal Fehlpass. Williams fängt den Ball ab. Und da ist Montero. Stark gekämpft hier von Jan Usai. Trotzdem bleibt Montero am Ball. Weiter geht's zu Fair. Fair, da ist Rojo wieder da, aber wieder gibt's Einwurf für den Gastgeber. So, fast eine Stunde rum. Und Paloschi muss raus. Gummis und Sigarosson kommen. Also es wird auf jeden Fall deutlich offensiver bei Swansea City. Zwei nennenswerte Stürmer, kann man sagen, jetzt auf dem Platz. Und jetzt erstmal wieder der Gastgeber über Williams. Weiter geht's zu Sigarosson. Neuer Mann, schön vorbereitet. Schöne Kombination, unglaublich Parade von David hier gegen Gummis. Eine unglaubliche Parade und die neuen Spieler bei Swansea, die wirbeln hier schon mal richtig auf. Oh, und da bleibt einer verletzt liegen bei Manchester United. Das sieht nicht gut aus auf den ersten Blick. Hoffentlich nichts Schlimmeres. Flanke fliegt wieder in die Mitte rein und wieder musste hier da in höchster Not angreifen. Und jetzt mal ein Pass. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter. Warum? Warum pfeift er jetzt ab? Ich verstehe es nicht. So, beim nächsten Mal muss auf jeden Fall Manchester City zu Hause im Old Trafford gegen den FC Sunderland ran. Und es gibt Freistoß für Swansea City. Warum? Keine Ahnung. Ist so. So, Montero mit dem Freistoß. Der Gea. Oho. David De Gea wird da angegangen vom Gegenspieler. Und dann verpasst der Gegenspieler ganz knapp. Also, mittlerweile wird es jetzt ein bisschen offener, das Spiel. Manchester United wackelt hinten auf einmal extrem. Vielleicht werde ich die 2-9 Spieler bei Swansea City richtig Dampf machen. So, als Adnan Januzaj sucht. Vorne schöner Pass zu Memphis Depay. Und Depay soll im Abseits gewesen sein, wird zurückgepfiffen. Das schauen wir uns gerne nochmal in der Zeitlupe an, weil das glaube ich nicht so ganz. Aber wir sehen. Oh, ja, Also da muss man mit der Lupe hinschauen. Das war eine ganz knappe Angelegenheit. Jetzt auf jeden Fall Freistoß erstmal für Swansea City, aber der kommt sofort zurück wieder mal. Und jetzt Fellaini sucht Huamata, findet diesen auch. Aber Huamata kommt nicht vorbei, aber Matteo Darmian hilft ihm nochmal. Manchester United verliert aber den Ball, kriegt aber den Freistoß zugesprochen. Das war unfaires Einsteigen gegen Matteo Darmian. Und hier, wer ist denn das? Montero. Montero wird da zurückgepfiffen. So, jetzt Freistoß ausgeführt. Bei den Red Devils, da ist Ander Herrera. Herrera will natürlich abschließen aus der Distanz, aber es läuft in der 2. nicht mehr so rum bei Manchester United. Die tun sich schwer, weil Swansea City so richtig Gas gibt. 20 Minuten sind noch zu spielen. Steht immer noch 2-0. Der Vorsprung ist noch gut. Aber wie lange noch? Swansea City kämpft. Jetzt hast du mal wieder Manchester United am Ball über Ander Herrera. Der sucht aus Manolas, starker Pass, Manolas zu Isco. Isco ist mit der Chance, Isco, oioioi, das könnte man auch Elfer pfeifen. Wird da robust vom Ball weggeschoben, das ist eine ganz knappe Angelegenheit. So, jetzt Gummis. Weiter geht's zu Williams. Und dann ist Matteo Darmian dazwischen und nächste Chance hier für Manchester United zum Kontern und Memphis Depay bekommt die Kugel. So, Memphis Depay, in der Mitte ist Isco. Memphis Depay, den will er aber selber machen. Den will er selber machen. Wird hier nicht gefahren. Memphis Depay, ein Solo. Und da ist das 3-0. Und das muss die Entscheidung sein. Memphis Depay. Er zeigt, was er kann. Natürlich, die Mithilfe des Torwarts war hier auch dabei. Den kann man halten. Aber der Ball ist im Tor. Und Manchester United macht den Sack womöglich zu. Und es wird sogar als Eigentor gewertet. Ja, komm schon. Christopher Nordfeld. Mit dem Eigentor hier. Und das ist das 3-0. Das sollte nun der K.O.-Schlag gewesen sein. Der Favorit führt 15 Minuten vor dem Ende mit 3-0. Und Swansea City, die kämpfen. Die waren knapp dran am Anschlusstreffer. Gummis hatte eine riesen Chance. Und wie den dich herhält, das weiß ich nicht. Aber er hat ihn gehalten. Aber sie geben nicht auf. Die Jungs geben nicht auf. Sie kämpfen weiter. Müssen jetzt aufpassen. Nächste Chance für die Red Devils. Über Memphis Depay. Vielleicht wird er jetzt nur ein eigenes Tor schießen, was ihm dann gehört. So, Ander Herrera. Herrera sucht in der Mitte. Jan Usai. Weiter geht's zu Fellaini. Oh, das kann da passieren. Ging nochmal gut. Und da ist Manolas. Ah, Manolas. Nicht gut gemacht.
Chance für. Und dann ist Manchester United mal richtig offen. Jetzt die Chance für Swansea City, um zumindest nur den Ehrentreffer zu machen. Die Flanke ist nicht schlecht. Und dann der hier unsicher. Und mein Gott, mein Gott, mein Gott. Swansea City hat heute auch das Pech ein bisschen gebucht. So, nächste Flanke in die Mitte rein. Manchester United steht gut. Nochmal der Torabschluss, der geht vorbei. 5 Minuten sind noch zu spielen. Das muss es gewesen sein. Hier nochmal der Abschluss. Verfehlt aber auch um 30, 40 Zentimeter sein Tor. So, kurz vor Spielende gibt es dann nochmal einen Wechsel bei Manchester United. Isco, Chris Smalling und Fellaini dürfen raus. Michael Carrick, Anthony Martial und Jones kommen neu auf den Platz. Und dann geht es weiter. Die letzten 5 Minuten laufen klar. Die Wechsel kommen ein bisschen spät. Aber besser spät als nie. Abschluss gibt es für David hier. Die heute ein klasse Spielzeit. Also wirklich, diese eine Parade, die schauen wir uns dann in der Wiederholung gleich nochmal an. Gegen Gomis. Das war unglaublich, wie er diesen Ball gehalten hat. Und jetzt noch Manchester United auf dem Weg nach vorne über Ander Herrera. Herrera schön vorbereitet für Martial. Ja, Anthony Martial. So gut heute Memphis Depay gespielt hat, so weit läuft Anthony Martial seiner Form hinterher. Jetzt erstmal wieder Swansea City in der eigenen Abwehr am Ball. Klar, 2 Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt sollte, glaube ich, jedem bewusst sein hier, Manchester United macht das. Und Martial holt sie diesen Ball, bringt ihn nochmals vor zu Memphis Depay. Ja, was war denn das für ein Pass? Das war nichts. So, Martial hilft jetzt auch immerhin mit. Holt den Ball, weiter geht's über Manolas. Ball geht mit, da ist Michael Carrick jetzt mit dabei. Carrick, aus ist Huamata, nochmal Gefahr für Swansea City. Huamata, Mata, zieht einfach mal selber Huamata mit dem Abschluss. Der wird allerdings von der Abwehr abgefangen, aber es geht weiter. Ander Herrera, Manchester United nochmal mit richtig Powerplays. Flanke ist gut, da ist Martial. Aber Nordfeld hält diesmal und das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift ziemlich pünktlich ab hier im Liberty Stadium. Manchester United steht damit im Achtelfinale des Kapitel One Cups. Ja, war ein gutes Spiel. Swansea City hätte aber auch gut rankommen können. Also wie gesagt, wenn dieser eine Schuss von Gomis reingeht, dann wird es gefährlich, weil dann steht es 2:1 und dann ist alles möglich. So, Manchester United 3:0. Souverän, kann man sagen. Richtung Achtelfinale. Wir schauen uns jetzt gleich an, gegen wen geht's denn im Achtelfinale. Es sind ja noch ziemlich große Gegner dabei mit dem FC Arsenal, mit dem FC Liverpool und so weiter. Memphis Depay, Isco und das Eigentor von Nordfeld. Das sind die zählbaren Ereignisse. So, jetzt will ich aber das Ding nochmal sehen. Ah, es gibt es natürlich nicht, oder? Ist das die Parade? Nee, das müsste, glaube ich, nicht sein. Nee, leider nicht. Schade, jetzt ist sie leider nicht. Nee, die sieht man jetzt leider nicht mehr. Hier nochmal der Schuss. Schade, schade. Also, das war echt. Ihr könnt es ja zurückspulen, dann seht ihr das. So, beste Spiel heute. David De Gea im Tor von Manchester United. Isco und Memphis Depay auch ordentliche Noten, genauso wie Fellaini. Ja, starkes Spiel. Gomis, einer von den besten bei Swansea City. Gut, das wäre es dann soweit. Dann schauen wir ganz kurz drauf. Ja, die Ergebnisse schauen wir uns dann gleich an. Simulieren wir ganz kurz vor bis Sunderland. Und dann schauen wir mal, gegen wen es dann im Achtelfinal geht. So, geändert der Spieltermin. Ja, bla bla bla. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Begegnungen. Entschuldigung. Wir brauchen den Kapitel One Cup. Jetzt verabschiede meine Stimme gerade, das ist ein bisschen ekelhaft. Also, Kapitel One Cup, wir fangen oben an. Arsenal ist weiter gegen die FC Chelsea. Ja, kleine Überraschung. Das London Derby gewinnt der FC Arsenal, wobei der FC Chelsea in dieser Saison richtig gute Form war. Naja, kleine Überraschung. So, Fulham schmeißt Manchester City raus. Somit gibt es schon mal kein Manchester Derby im Kapitel One Cup. Liverpool weiter gegen Wolverhampton. Stevenage ist raus gegen Burton Albion. Noch nie gehört. Mansfield Town ist weiter gegen Bradford City. Aston Villa schmeißt Newcastle raus. Everton ist raus gegen Norwich City. Dann West Bromwich ist raus gegen Notts County. Walsall ist raus gegen Scunthorpe United. West Ham United 3:0 gegen Portsmouth. Crystal Palace verliert gegen die Tottenham Hotspurs im London Derby mit 1:0. Der FC Sunderland muss die geschlagen geben gegen den FC Southampton mit 3:2. Leicester City ist mit raus mit 2:0 gegen Hull City. Es sei vergessen, Watford 1:0 gegen Cardiff.
Manchester United 3:1 gegen Swansea City und Birmingham City 3:1 gegen York City. Gut, und jetzt schauen wir uns die Auslosung fürs Achtelfinale an. Wir sehen, wir kriegen West Ham United. Auf jeden Fall ein interessantes Los. Wir schauen mal drauf, ob irgendwo ein Topspiel ist. Aston Villa, Liverpool, Arsenal. Ja, eigentlich nicht so viele Topspiele. Alle nicht schlecht, aber so ein richtiges Topspiel gibt es nicht. Gut, das war also das Achtelfinale. Und gut, beim nächsten Mal geht es dann gegen den FC Sunderland. Und der FC Sunderland ist momentan punktgleich mit uns in der Liga. Und das wird auf jeden Fall ein richtig heißes Ding werden. Wenn wir gewinnen, da haben wir eine gute Chance, uns da oben zu festigen. Aber wenn wir verlieren, dann kann es wieder weit, weit nach unten gehen. Naja, mal schauen, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Mach's gut und bleibt der Ball. Wie gesagt, sorry nur für die Stimme. Und übrigens, ja, viele denken immer nur, ich spiele immer nur auf Amateur oder so. Hier mal die ungeschnittene Wahrheit. Es ist immer noch Legende. Für alle, die es mir immer noch nicht glauben. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Sorry für die Krankheit und Stimme und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.